So ihr Lieben, jetzt mal Butter bei die Kaijus. Wir müssen jetzt unbedingt über etwas quatschen, über das wir vor einigen Jahren schon mal gesprochen haben. Zur relativ frühen Gründung des Kanals. Also das war, keine Ahnung, das dritte oder vierte Video, nachdem der Kanal hier wirklich auch in Anon Kaijuverse umgenannt wurde. Da haben wir schon mal darüber gesprochen, dass bereits eine Idee im Raum stand, welche Pacific Rim mit dem Godzilla-Universum verbinden sollte. Wir quatschen jetzt mal darüber, was es da für Neuigkeiten gibt und ja, das wird schon ziemlich geil. Viel Spaß mit dem Video. Bevor wir jetzt mit dem Thema wirklich anfangen, ich habe dir mal das andere Video, wo wir das Ganze schon mal besprochen haben, da oben verlinkt. Da kannst du gerne mal draufdrücken und das Ganze nachholen. Ich werde jetzt aber hier versuchen, noch einmal alles so grob zusammenzufassen, wie es mir irgendwie möglich war. Denn die News damals, dass das wirklich schon im Raum stand, dieses gewaltige Crossover zwischen Jäger und Kaiju, das war damals schon ziemlich faszinierend. Und der Grund, warum das allerdings gefloppt ist, war tatsächlich Pacific Rim 2. Wer hätte es gedacht? Pacific Rim 2 Uprising war einfach eine Katastrophe. Es tut mir wirklich leid. Der Film ist bei den Kritikern nicht gut angekommen und bei den Zuschauern auch nicht. Und ich habe diesen Film bis heute nicht komplett zu Ende geschaut. Ich meine, ich habe irgendwie dann nach dem zweiten Drittel oder so habe ich damals aufgehört. Ich werde es auf jeden Fall noch nachholen, denn ich habe da auch von euch ein paar Infos bekommen, die ich mir vielleicht mal reinziehen sollte, die schon irgendwie darauf hinweisen sollten, dass dieses Crossover, naja, in Gänge kommen soll, wenn eben Teil 2 nicht gefloppt wäre, wie gesagt. Damals hatte Guillermo del Toro die grandiose Idee gehabt, den Breach doch zu benutzen, um eben die Jäger in die Kaiju-Welt zu bekommen. Nee, Quatsch, das war andersrum. Durch den Breach hindurch sollten Godzilla und andere Kaiju, vielleicht sogar Kong, in die Welt von Pacific Rim kommen. Und das würde ja auch Sinn ergeben, denn wir sehen ja auch in Pacific Rim 1 diesen Breach, noch bevor der wirklich tot erklärt wurde im zweiten Teil, war das einfach nur ein Dimensionsportal, wo eben diese Kaiju durchgekommen sind. Und die Grundidee damals wäre eben gewesen, dass dieser Breach ebenfalls eine Verbindung in das Universum des Monsterverse bringt oder verbindet oder führt oder irgendwas. Auf jeden Fall wäre dann eben der Breach eine Brücke von der Dimension von Pacific Rim bis hin zum Monsterverse. Und ja, wer jetzt Brücke gehört hat, mag jetzt auch hellhörig geworden sein, denn eine Brücke haben wir jetzt auch bekommen, und zwar in der Apple TV Plus Monsterverse-Serie Monarch Legacy of Monsters. Hier haben wir das sogenannte Axis Mundi bekommen, das mehr oder weniger eine Zwischenwelt ist. Was genau das ist, habe ich auch schon mal erklärt. Das Video habe ich dir auch mal da oben verlinkt oder unten in die Beschreibung reingesetzt. Axis Mundi gibt es kurz gesagt ja wirklich, das ist eine Mythologie. Der Begriff Axis Mundi stammt aus dem Italienischen und heißt so viel wie Weltachse und beschreibt im Endeffekt eine Brücke zwischen Himmel und Erde. Brücke, genau. Das heißt, diese Brücke haben wir jetzt ja schon bekommen, die uns auf jeden Fall im Monsterverse von der Erde runter in die Hohlerde bringen kann. In Axis Mundi herrschen unter anderem auch andere Zeitbedingungen, was eben darauf hinweist, dass wir es hier schon wieder mit einer anderen Dimension zu tun haben. Und es wurde auch, glaube ich, sogar in Monarch mal ganz kurz angerissen, dass Axis Mundi nicht einfach nur eine Zwischenwelt ist, sondern mehr wie eine eigene Dimension funktioniert. Deswegen sind auch in Axis Mundi selber andere Zeiten oder eine andere Zeit voranschreitend, ein anderer Zeitverlauf von der Geschwindigkeit der Zeit her als eben in der Hohlerde und an der Oberfläche der Erde. Um das ganz kurz vorwegzunehmen, nein, ich glaube nicht, dass Axis Mundi eingeführt wurde, damit wir jetzt das Monsterverse und Pacific Rim miteinander verbinden können. Ich glaube, dass Axis Mundi ist aus zwei Gründen entstanden. Zum einen, dass man bestimmte Zeitsprünge machen kann, wie eben auch in der Serie Monarch, dass man eben vom Jahr 2015 jetzt auf einmal ins Jahr 2017 springen kann, ohne dann irgendwie einen riesen Zeitraum dazwischen erklären zu müssen. Und eben auch, dass wir uns in den Filmen jetzt um die Hollow Earth kümmern können und eben in der Serie, und die wird eine Staffel 2 bekommen, dass wir uns dann da mehr um dieses Axis Mundi kümmern können, wo ja auch Kaiju herkommen zum Teil. Allerdings jetzt, wo das Monsterverse ja so richtig gestartet ist und wir haben jetzt die zweite wirklich offizielle Serie aus dem Monsterverse, eben einmal dieses Netflix-Zeug, das wirklich extrem schlecht ist, aber auf jeden Fall immer noch Teil des Monsterverse ist und eben jetzt hier Monarch Legacy of Monsters. Noch dazu bekommen wir jetzt mit Godzilla Kong den ersten offiziellen richtigen Schub ins Monsterverse. Ja, Godzilla Kong soll wohl jetzt wirklich in das Thema Monsterverse so richtig einsteigen.
Das heißt, ich schätze einfach mal, mit Dingen wie Post-Credit-Scene und ähnliches oder bestimmten Andeutungen für kommende Filme gehen wir jetzt einfach ins Volle. Guillermo del Toro hat ebenfalls geäußert, naja, er hätte immer noch Interesse an so einem Crossover, weil er wirklich auch noch Bock auf Pacific Rim hätte. Und auch Pacific Rim ist ja gar nicht mal so vom Erdboden verschwunden. Ich meine, die Netflix-Serie Pacific Rim The Black hat, glaube ich, gar nicht mal so schlecht abgeschnitten und hat immerhin 2 Staffeln bekommen. Ich habe Staffel 2 noch nicht gesehen, weiß also auch nicht, ob die Serie damit zu Ende gegangen ist. Auf jeden Fall war die, naja, beliebt genug, um eben zu sagen, okay, wir überlegen mal, ob wir noch einen Pacific Rim 3 machen wollen. Jetzt kommt die nächste erfreuliche Nachricht. Pacific Rim 3 wird sehr wahrscheinlich, wenn der Film denn kommt, nicht Pacific Rim 3 sein, sondern, wer hätte es gedacht, Pacific Rim 2 wird so ein bisschen zur Seite geschoben und quasi das, was man auch bei Terminator gemacht hat, nur hoffentlich besser und erfolgreicher. Man nimmt jetzt Pacific Rim Uprising, streicht das Ganze raus und nimmt jetzt eben dann den neuen zweiten Teil, der irgendwie anders heißen wird. Und dann, wenn er kommen sollte, hätte Guillermo del Toro auf jeden Fall die Idee gehabt, lasst uns doch hier schon einmal so ein bisschen was aufbauen für einen Übergang ins Monsterverse. Und zwar ist seine Idee hier gewesen, dass bestimmte Kaiju durch den Breach hindurchkommen könnten, die jetzt weder Godzilla noch Mothra noch irgendwelche bekannten Viecher sind, sondern dass das wirklich Kaiju sind, die wir auch mal so nebenbei im Monsterverse gesehen haben. Sowas wie vielleicht ein Skullcrawler oder ähnliches. Diese Verbindung, so die Idee des Regisseurs, könnte man jetzt mit einem Pacific Rim Neu 2, also Pacific Rim 2 Remake, wie auch immer ihr das Ganze nennen wollt, jetzt schaffen. Und ich habe mit euch da auch schon drüber gesprochen, in bestimmten Twitch-Livestreams oder ähnlichem. Und ihr seid da gar nicht mal so extrem dafür. Und ich habe mich gefragt, warum denn nicht? Also, meine Meinung dazu ist auf jeden Fall, ich hätte da wirklich Bock drauf, weil ich finde, Pacific Rim 1 ist mit einer der geilsten Neuzeit-Kaiju-Filme, die wir wirklich haben. Der Film hat unfassbar viel Spaß gemacht und klar, er nimmt sich jetzt nicht allzu ernst oder er nimmt sich zu ernst, aber halt nicht allzu logisch. Da musste schon sehr viele Sachen einfach mal so hinnehmen bei dem Film. Und auch das Monsterverse geht ja jetzt eher in so eine, ich will nicht sagen Goofy-Richtung, aber auf jeden Fall scheinbar in eine Richtung, die jetzt schon ein bisschen abgefahrener ist. Und ein Crossover zwischen Godzilla und Pacific Rim würde einfach unglaublich passen. Ich meine, aktuell haben wir Comics wie Power Rangers gegen Godzilla, wir haben DC, die Justice League gegen Godzilla, gegen Kong, übrigens ein sehr cooler Comic, den ich jetzt auch gelesen habe, dazu mache ich auf jeden Fall noch ein Review. Die Geschichten haben wir jetzt ja bereits und ihr könnt mir eins glauben, ich will jetzt hier nicht spoilern, die Reviews kommen zu beiden Comics, zu Godzilla vs. Power Rangers und Godzilla vs. Kong vs. Justice League kommt auch ein extra Video. Die Idee mit dem Breach, dass der Breach quasi eine Verbindung ins Axis Mundi hätte bilden können und wir jetzt dadurch die Universen miteinander verbinden, ist von diesen 3 Geschichten, wenn wir die beiden Comics mit der Reihe zählen, die auf jeden Fall am logischsten. Also die Geschichte von Power Rangers gegen Godzilla und Justice League gegen Godzilla, die ist noch viel weiter hergeholt. Von daher finde ich, das passt sogar sehr gut zusammen. An sich mag ich keine Universen, aber ich denke mir, wenn ihr es macht, doch dann bitte so. Und wenn ein Transformers jetzt ein Universum bildet mit G.I. Joe war es, glaube ich, gewesen, wenn jetzt wirklich alles nach und nach ein Universum aufbauen muss, wenn das schon so ein Zwang ist, dann macht's halt bitte so. Pacific Rim und Godzilla, meinen Segen habt ihr auf jeden Fall. Wie ist es bei euch da draußen? Gebt ihr denn nur mal auch euren Segen? Sagt ihr ja, wenn wir zu Pacific Rim 2 oder 3 kommen, dann auf jeden Fall. Geht in die Richtung, habe ich echt Bock drauf? Oder sagt ihr auf jeden Fall, nö, will ich überhaupt nicht sehen? Schreibt's mir in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.